Australien und Neuseeland sind Traumurlaubsziele. Wir möchten Ihnen mit unserer Reise Koala Kia Ora diesen Traum erfüllen. Erleben Sie die vielfältige Ostküste Australiens mit dem Great Barrier Reef und dem tropischen Regenwald. Naturwunder wie Ayers Rock und die dynamische Metropole Sydney, bevor Sie in das immergrüne Neuseeland aufbrechen. Das alles in einer kleinen Gruppe von maximal 12 Personen und deutschsprachiger Reiseleitung. Ihre Reise führt von Brisbane nach Fraser Island und zu den Whitsunday Islands. Über Townsville erreichen Sie Mission Beach, Cairns, Ayers Rock und Sydney. Fraser Island ist die größte Sandinsel der Welt. Wäre man noch einmal Kind, wäre hier der Ort für abenteuerliche Träume von Piraten und Inselromantik. Das Meer und die Küste erleben Sie auf einer Segeltour zu den Whitsunday Islands. Schnorcheln Sie durch das türkisblaue Wasser und entdecken Sie, dass Australien nicht nur an Land Einzigartiges bietet. Das tropische Queensland verwöhnt Sie mit vielen Attraktionen. Ob erfrischende Wasserfälle im Woronora Nationalpark, lange Sandstrände oder der Besuch des Regenwaldes, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ayers Rock liegt im Red Centre, dem Herzen Australiens. Den heiligen Berg Uluru, wie ihn die Aborigines nennen, erkunden sie während einer kleinen Wanderung. Bei Sonnenuntergang entfaltet sich die ganze Magie dieses Ortes. Sydney wartet mit kosmopolitischem Charme und entspannter Ruhe auf. Harbour Bridge, Watson Bay oder Bondi Beach sind nur einige Höhepunkte der Stadt. Von Sydney fliegen Sie in das neuseeländische Auckland und fahren über Taupo nach Wellington, zu den Pancake Rocks und nach Hukitika. Sie erreichen Queenstown, Milford Sound und Christchurch, wo diese einmalige Reise endet. Kia ora, herzlich willkommen in Neuseeland. Auckland, die größte Stadt der Nordinsel, wird Sie freundlich begrüßen. Neuseeland entfaltet seine Pracht sogar unterirdisch. Besuchen Sie die Glowworm Caves. Die leuchtende Pracht der Glühwürmchen bringt nicht nur die Höhlen, sondern ganz sicher auch Ihre Augen zum Leuchten. Um das Leben der Maori kennenzulernen, erleben Sie am Abend ein Hangi, ein traditionelles Mahl, welches im Erdofen gegart wird. Im Tongariro-Nationalpark bewundern Sie beeindruckende Vulkane, Wälder und Flüsse. In Wellington genießen Sie nicht nur das Stadtleben, sondern auch das Nationalmuseum Te Papa, welches bei freiem Eintritt einen faszinierenden Einblick in die Geschichte Neuseelands bietet. Das erste Highlight der Südinsel sind die Pancake Rocks. Einzelne dünne Kalk- und Tonschichten lagern übereinander und erwecken den Eindruck geschichteter Pfannkuchen. Einen Gletscher, der in einem Farnwald endet, findet man nur in Neuseeland. Mit dem Franz-Josef-Gletscher hat die Natur einmal mehr etwas Außergewöhnliches geschaffen. Milford Sound bietet eine unglaublich schöne Fjordlandschaft, die Sie sowohl vom Land als auch vom Boot aus genießen werden. Die Moeraki Boulders sind geheimnisvolle Steinkugeln am Strand, über die sich die Maori die schönsten Geschichten erzählen. Seien Sie gespannt. In Christchurch endet Ihre unglaubliche und erlebnisreiche Reise auf die andere Seite der Welt. Das Türkis des Meeres, das Rot des Outbacks und das Grün der Wälder sind nun untrennbar mit Ihnen und Ihren Erinnerungen an die andere Seite der Welt verwoben. Träumen Sie, entdecken Sie. Kommen Sie mit Taruk nach Australien und Neuseeland.